wie die umkippt. Aha. Wenn die keine Überreste hat. Oh Gott sei Dank. Neuralbunch. Oh, das ist so cool. Das finde ich richtig geil. Weil man besser zielen kann. Das rüste ich meinem Kerl gleich mal aus. So. Oh, Adrenalinverstärker ebenfalls. Das finde ich nämlich cool. Ja, ich wollte nur mal in deiner Feldkiste gucken. Wie die geht. Naja. Ist ja jetzt richtig spannend. Naja. Wenigstens kriege ich für deinen Tod noch Geld. Totes Geld. Nee. Läuft das? Nee, das war Chaos, oder? Ja. Schwarzer Vulkan. Chaos, siehst du den? Den machst du mal ganz schnell mit deinem schnellen Schuss fertig hier, ne? Und Chewie? Du kannst. Auf geht's! Yay! Boah, der hat aber einen Knackarsch, du. Computersonde und 20 Credits. Mal schauen, Spiel. Nein, oh Gott, ja, nicht hier. Du, ich war so weit. Wenn ich einmal darauf speichere, breche ich dieses Let's Play ab. Darauf schwöre ich. Nein. Was hat er jetzt gedroppt? Ach, ich wollte Credits gucken, genau. Oh, 1396. Die ist kaputt, die schließt nicht richtig. Da, das ist aber nicht akzeptabel, ne? Ach, der Aufzug ist schon vorbei. Naja. Haben wir mal schön die Apartments besucht. Leider hat uns keins gefallen. Und wir haben den mal vom Gesindel befreit, ne? Aber wenn wir da jetzt immer Geld für bezahlen sollen. Hey, Vulka! Komm, die mache ich mal aus der Entfernung fertig. Ich kann das ja jetzt hier. Das tat weh! Bounce! Entfernungskampf! Bounce! Oh nein, wir haben mich getroffen. Ich habe ihn geträumt. Oh, prima! Ja? Lass das klappen! Oh, Alter! Bereit! Was hat denn jetzt für eine Aktion jetzt? Kann ich hier zufällig Spiel speichern? So, nee, und. Nee, wo war das? Hier. Zurück zum Versteck. Okay. Na dann. Guckt, jetzt sind wir wieder voll. Jetzt kann ich machen, zurückreisen. Tata, wir sind wieder hier. Und haben volles Leben. Finde ich richtig cool. Nö, sonst liegt ja nichts. Ach, die Schnellstraße finde ich richtig schön. Bringt ein bisschen Leben hier in die Sache, hier, wo hier noch nur Banden und Leute rumrennen. Och nö. Ja, da reden wir mal. Was habt ihr auf dem Herzen? Ich möchte etwas mit euch besprechen. Wirklich? Das ist in Ordnung. Über was wollt ihr reden? Ich möchte über eure Probleme mit meiner Person sprechen. Ach, ich wusste, dass ihr nicht verstehen würdet, worauf ich hinaus will. Ach. Lasst mich versuchen, es zu erklären. Ja. Mit euren Fähigkeiten gehört ihr in ein Elite-Kommando und ihr habt mir schon mehr als einmal den Hintern gerettet. Deswegen und wegen eures Sprachtalents bin ich heilfroh, euch hier zu haben. Aber das heißt nicht, dass ich deswegen aufhöre, euch zu beobachten oder wachsam zu sein. So Aha. bin ich nun mal nicht gestrickt. Punkt. Hui, dann strick dich mal ganz schnell anders. Vielleicht kann das deine Großmutter machen, Junge. Was genau erwartet ihr von mir? Das weiß ich nicht. Oh. Wie ich schon sagte, vielleicht ist da ja nichts. Aber ich wurde schon von Leuten verraten. Nun gut, das wird nicht wieder passieren. Ihr wollt also eine Garantie, dass ich euch nicht verraten werde? Ich weiß nicht, ob ihr mich betrügt. Aber es gibt keine Garantie, hey, weder Junge, für mich ich noch in der für Ehe? Euch. Nehmt das nicht persönlich.
Ich frage mich, ob wir überhaupt jemandem vertrauen können. Lasst es sein. Nein, bin ich nicht. Also geht. Kämpft alleine, denn das hier ist scheinbar, was ihr wollt. Es geht nicht darum, was ich will. Ich habe hier eine Aufgabe zu erfüllen und ich habe die Absicht, das auch zu tun. Die Galaxis ist in großer Gefahr und ich will sie retten. Das will ich. Warum ist das so verdammt wichtig für euch, wem ich vertraue und wem nicht? Warum kümmert euch das überhaupt? Wir haben keine Zeit für sowas. Können wir das bitte beenden? Fürs Erste? Von mir aus reden wir später nochmal darüber, wenn es sein muss. Ich will nur jetzt hier weiterkommen. Okay, endlich. Ich hasse das, wenn die einem mit einem reden. Halt, Zivilist! Zu den Slums haben ausschließlich offizielle Mitarbeiter der CIS Zugang. Entweder sie haben entsprechende Papiere oder sie verschwinden hier. Habe ich mich klar ausgedrückt? Ich habe meine Ausweispapiere hier. Mal sehen. Alles in Ordnung. Okay, gehen Sie meinetwegen runter. In Ihrer Haut möchte ich nicht stecken. In den Slums wimmelt es von Mutanten. Wir nennen sie Rakgul. Wenn sich da unten was bewegt, erst schießen, dann fragen. Okay, werde ich mit deinen Sturmtrupps tun? Ihr da, Oberweltler! Jeder, der den Lift benutzt, muss eine Gebühr bezahlen. Ja, das ist unser Lift. Wenn ihr ihn benutzen wollt, müsst ihr uns etwas geben. Dieser Planet ist unglaublich. Sogar die Bettler wollen uns an den Kragen. 5 Credits. Es kostet 5 Credits, unseren Lift zu benutzen. Ja, gut, hier sind die 5 Credits. Credits? Mein Bruder, wir haben Credits. Jetzt können wir Nahrung und Medizin kaufen. Psst, oder die anderen werden uns hören. Sie wollen unsere Credits. Wir müssen sie verstecken. 5 Credits. Geht weg, ihr zwei. Los, los, raus hier. Tut mir leid. Diese 2 Bettler bringen uns hier alle im Dorf noch in Verruf. Wir sind nicht so wie diese beiden. Die meisten Leute hier sind anständig. Natürlich, Fräulein. Schade nur, dass euer kleines Empfangskomitee einen ziemlich schlechten Eindruck hinterlässt. Mein Name ist Chewie. Wer seid ihr? Ich heiße Shalina. Oh. Ihr seid von der Oberwelt, oder? Ich habe sie noch nie gesehen. Ich wurde hier in den Slums geboren. Oh. Ist es dort oben so schön, wie man sagt? Die Oberfläche ist ein wunderschöner Ort. Ja, auf jeden Fall ist es doch besser als in dieser Seuchengrube hier. Ich schätze, unsere Welt muss euch ziemlich übel und miserabel vorkommen. Es ist ein dunkler, einsamer Ort. Aber es ist die einzige Welt, die wir haben. Ich war noch nie an der Oberfläche. Doch manchmal meine ich, sie in meinen Träumen zu sehen. Die Sonne, der Himmel, die Sterne. Es klingt alles so wunderbar. Gendar, unser Anführer hier, sagt mir, ich soll mir Zeit damit verbringen, die Dinge hier bei uns zu verbessern und nicht von etwas zu träumen, das ich niemals haben kann. Vielleicht hat er ja recht. Ihr denkt vermutlich, ich sei eine Närrin, weil ich von einem Ort träume, den ich noch nie zuvor gesehen habe. Aber als ich noch klein war, hat mir Rukul Geschichten darüber erzählt, wie es in der Oberwelt war. Ah, Rukul, wer ist das? Rukul ist der älteste Mann im Dorf. Die Kinder nennen ihn Rukul Wrinkleskin, aber er ist ein lieber und netter Mann. Als ich noch ein Kind war, hat er mir immer so schöne Geschichten erzählt. Ich liebe es noch immer, seinen Geschichten über das gelobte Land zu lauschen. Obwohl ich weiß, dass es nur Legenden sind. Aber manchmal scheinen die Slums dadurch weniger finster und hoffnungslos zu sein. Das gelobte Land? Was ist das? Es ist nur eine Geschichte, um kleine Kinder glücklich zu machen. Rukul glaubt aber daran. Manchmal glaube ich selbst daran. Doch dann sehe ich mich um und erkenne die hässliche Wahrheit. Ah. Er guckt schätze, auch schon. Wir müssen das Beste aus dem machen, was wir haben. Wie er guckt. Wenn ihr mehr vom gelobten Land wissen wollt, solltet ihr mit Rukul sprechen. Ich muss jetzt gehen. Gut. Nun, wenn ihr irgendetwas braucht oder einfach nur Lust habt, mit mir zu plaudern, dann kommt doch jederzeit wieder. Ich habe nur selten die Gelegenheit, mit jemandem von der Oberwelt zu sprechen. Ja, aber coolen Camouflage-Look hast du, Mädchen, ne? Muss man dir ja mal lassen. War's bestimmt bei der Army. Beim Bund. Ja, jetzt singen wir die deutsche Nationalhymne. Nee,
Jetzt nicht. Später vielleicht. So, erkunden wir erstmal hier. Ah, Feuer. Ah, aufwärmen. Eigier. Hey, ihr seid doch nicht aus dem Dorf. Ihr seid aus der Oberwelt, oder? Ja, genau. Ihr habt sicher Credits. Vorsicht. Irgendwas stimmt mit dem Kerl nicht. Ich traue ihm nicht über den Weg. Ich heiße Eigier. Ich betreibe einen kleinen Gebrauchtwarenladen hier. Wollt ihr etwas kaufen? Ich habe ein paar gute Angebote. Zeigt mir, was ihr anzubieten habt. Ist nicht die beste Ware. Hauptsächlich Zeug, das jemand irgendwo im Müll gefunden hat und so. Aber die Preise sind gut. Ja, gut für dich, Junge, hier. Hey, soll ich mir den holen? Na, Parsack. Nee, ich meinte eigentlich, ihn hier. Den Nachani-Kampfpanzer. Naja, egal. Ich kaufe mir erstmal hier. Kaufen. Verkaufe ich mir alle. So. Schließen. Brauchen wir ja hier. Verbessert das Medikit selbst. Ich kann ja so gar nicht springen. Ich will immer auf Leertaste springen, aber das geht in dem Spiel ja nicht. Lauf! Händler, lauf! Lauf, ich kann es kommen hören! Er wird es nie schaffen. Er ist verdammt. Ich sagte ihm doch, es wäre dumm, das Dorf zu verlassen. Aha. Er wird es schaffen! Lauf, Händler, lauf! Öffnet das Tor! Rasch! Es ist nicht viel Zeit! Das kann ich nicht. Die Rakule sind zu nahe. Die Mutanten werden ihn abschlachten, wenn ihr das Tor nicht öffnet. Und wenn ich das Tor öffne, werden sie uns alle erledigen. Nein, das könnt ihr nicht tun. Das ist nicht fair. Bitte, macht, dass er das Tor öffnet. Händler wird sonst sterben. Ich kann das Tor nicht öffnen. Nicht, während die Rakule in der Nähe sind. Öffnet das Tor, ich werde die Rakule vernichten. Ihr seid bereit, euer Leben für einen Fremden zu riskieren? Entweder seid ihr sehr tapfer oder sehr dumm. Ein bisschen ich werde vorbei, das Tor für euch öffnen, Oberwäldler, aber ihr müsst schnell sein. In wenigen Sekunden muss ich es wieder schließen, um die Sicherheit des Dorfes nicht zu gefährden. So. Boah. Der steht da mal eben. Dreh die doch um, Junge. Okay. Dem schieße mal so ein bisschen schnelle Schuss, sagen. Was? Verdammt. Boah, Level up. Levelaufstieg. Fähigkeiten. Was wollte ich? Sprengstoff. Ah, prima. Zum Sprengstoff entschärfen brauchen wir unbedingt. Ich habe mich vorhin schon gewundert, dass das nicht geht. Kampf mit zwei Waffen. Verbesserte. Okay, den brauche ich unbedingt. Okay. Annehmen. Ja. Ne? Das war's schon. Ja. Spiel speichern. Karsch. Was? Fress mal hier so was da. Lecker. Klar. Lasst mich rein. Danke, dass ihr Händler gerettet habt. Ihr seid tapferer als ich, Oberwäldler. Vielleicht haben wir Ausgestoßenen schon zu lange in Furcht gelebt, nur auf unsere eigene Sicherheit bedacht. Vielleicht können wir ja etwas aus eurer Tapferkeit lernen. Doch genug geschwafelt. Kann ich etwas für euch tun, Oberwäldler? Ich möchte euch ein paar Fragen stellen. Ich bewache nur die Tore. Gendar ist unser Anführer, Oberwäldler. Ihr solltet eure Fragen an ihn richten. Lebt wohl. Lebt. Ja. So, jetzt müssen wir mal hier... wer ist da? Da steht... Nee, Aigir. Ausgestoßener. Aigir. Ausgestoßen. Nee. Ausgestoßener. Charlene. Hier. Nee, Ausgestoßener. Wo ist er denn?